Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir werden heute gucken, dass wir Louis ein paar Geschenke machen, dass wir Geschenke verteilen, die Sonnenblumen an Lea, dass wir die ins Gemeinschaftszentrum bringen. Ihr habt mir doch geschrieben, Louis mag ja Peperoni und das habe ich voll vergessen und habe die guten Peperoni schon verkauft. Aber wir schenken ihm trotzdem eine andere, damit wir da auch bald mal ins Schlafzimmer kommen können. Ansonsten warten wir, bis unsere Spitzhacke fertig ist, dass wir weiter in die Mine können. Und wir verdienen ein bisschen Geld. Und ich warte, bis der Bücherhändler nochmal zurückkommt. Das wäre ganz cool. Muss ich mal schauen, wann das ist. Können wir später mal machen am Kalender in der Stadt. Das ist der Plan. Dass wir da noch ein bisschen Geld ausgeben. Ah ja, und Kuhstall vorbereiten und bauen. Das ist auch noch wichtig. Habe ich den hier angepflanzt? So einfach diese Random-Samen. Tomatoes. Haben wir auch gerade verkaufen. Wir heben gerade noch vielleicht die goldenen auf. Die restlichen verkaufen wir. Kann ich auch verkaufen. Ich glaube, ich packe euch mal raus, dich mal rein. Zack, dann kommst du mal hier hin. Einmal sortieren. So viel Strauß fahren. Mega cool. Okay, guck nach den Hühnern. Und wir müssen unten noch gießen. Das darf ich nicht vergessen. Oskar braucht noch Wasser und möchte gestreichelt werden. Wo sind denn meine Hühner? Nein, ich habe den Zaun kaputt gemacht. Ich habe mich verkickt. Wir machen gerade einen neuen. Zack. Und wir bereiten den Kuhstall vor. Zack, sehr schön. Wo sind denn alle meine Hühner? Hier ist noch eins und da unten versteckst du dich. Paprika. Genau, das ist der Plan für heute. Mal sehen, wie wir heute kommen. Mal sehen, wie viel ich davon noch im Kopf habe, wenn es soweit ist. Nicht essen, du sollst es hier reinmachen, bitte. Okay, los geht's. Ich habe auch, ihr habt geschrieben, ich soll ein bisschen die Musik leiser machen. Und, also die Töne leiser machen und meine Stimme lauter. Ich habe es versucht, ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht. Ich kann das nicht immer so ganz 100% regulieren. Es ist auch immer ein bisschen abhängig, wo man das schaut. Ob man das jetzt auf dem Handy schaut oder ob man das auf dem Fernseher schaut oder ob man das auf dem Computer schaut, YouTube-Videos. Kann man es noch schauen? Nirgends, glaube ich. Das ist immer davon so ein bisschen abhängig. Aber ich habe mein Bestes getan, die Einstellungen genutzt, die ich kontrollieren kann. Ich bin ja jetzt auch kein Profi, aber mittlerweile habe ich doch ein bisschen Ahnung. Und ich hoffe, es hat was gebracht. Okay. Einmal gießen, dann Lea suchen und dann Louis suchen und dann mal schauen, wo wir den Kuhstall hinbauen. Wir brauchen nämlich aber auch noch Steine für den Kuhstall, haben jetzt aber die Spitzhacke nicht mehr. Ist ein bisschen tricky, aber wir können zumindest schon mal den Ort vorbereiten, schon mal ein paar Zäune vielleicht bauen. Das kriegen wir alles hin. Hi Jazz, hast du Lea gesehen? Ich würde ihr gerne eine Kleinigkeit schenken. Aber sie taucht nirgends auf. Regenwürmer. Nein. Oh, das war knapp. Was ist denn das? Erhalte plus 1 Verteidigung. Jack ist flink, Jack ist zäh. Ist ja fast noch ins Wasser gefallen. Wie cool. Verteidigungsbuch. Mega stark. Okay, hier nehmen wir mal das Moos mit. Danke. Und dann geht es. Barney, hast du Lea gesehen? Der vielleicht noch zu Hause und arbeitet. Mein Neffe Shane hat die letzten Monate bei mir verbracht. Er hilft mir mit den Hühnern, also kann ich mich nicht beschweren. Ja, Shane hat ein Händchen für die Hühner. Hast du vielleicht zu Hause Lea? Nein. Also zumindest macht sie die Tür nicht auf. Wir finden dich. Das meine ich in einem netten Kontext. Nicht. Gitt, du bist total dreckig. Ja, ich bin ja auch Landwirt. Lass mal vor. Du wirst suchen. Wer ist hier oben? Emily. Ah, sie machen Sport, aber Lea, glaube ich, macht keinen Sport. Hallo da, Slurp. Ich fühle mich heute faul. Ich glaube, die Lea ist tatsächlich hier nicht dabei. Bei der Frauensportrunde.
Übrigens, mein Papa mag gebratener Tintenfisch. Wenn du ihm also mal einen Gefallen tun möchtest, er hat ununterbrochen davon geredet, als ich ihm das mal geschenkt habe. Taucht das jetzt auf in der Liste? Das interessiert mich jetzt ja mal. Wo ist denn der gute Pierre? Shane. Das ist so krass, dass sie jetzt auch in Arbeit... Also das ist ja schon immer, aber... Ich sehe sie so selten in der Arbeitsuniform. Ja, tatsächlich. Geliebte Geschenke. Hier taucht jetzt auf gebratener Tintenfisch. Sehr cool. Sehr gut gemacht. Vielen Dank, Constant Ape. Das ist wirklich eine große Hilfe. Ja, mal gucken, ob Louis zu Hause ist. Ach, hier. Louis, ich habe was für dich. Wow, das mag ich total gern. Danke dir. Die Melonen auf dem Mooskopfhof sehen wirklich gut aus. Das war früher eine der Lieblingskulturen deines Großvaters. Spannend. Das höre ich auch zum ersten Mal. Interesting. Ein Auftrag war jetzt nicht bei Pierre, oder? Vielleicht nochmal. Meine, ich habe aber nichts gesehen. Ganz gerne. Ich schreibe doch immer wieder, du musst mir Aufträge schaffen. Will ich auch. Komme ich noch nicht zu. Oder ich schaffe es nicht. Hier muss ich umspenden. Hier. Dün dün. Okay, nächster Schritt. Mehr Holz sammeln und wir gucken mal bei Pierre. Wir gucken mal, der Buchhändler kommt. Ich hätte gerne das Buch jetzt langsamer, dass wir schneller laufen können. Das wäre sehr, sehr cool. Morgen hat Sam Geburtstag und der Buchhändler kommt erst am 25. Forellenderby? Das ist aber neu. Ihr habt mir geschrieben, ich soll mich auf Angel-Event vorbereiten, aber ich dachte, ihr meint das im Winter. Das ist ja cool. Da freue ich mich drauf. Okay, ne, dann gehen wir wieder mal ein bisschen Holz fällen. Und gucken, ansonsten können wir gerade gar nicht viel machen, ohne die Spitzhacke. Lea! Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Die Geräusche der Hoftiere sind beruhigend, nicht? Ich glaube, es kommt drauf an. Mochtest du das jetzt, Lea? Beliebt. Nicht geliebt, beliebt. Aber cool. Sie mag das. Ein Herz. Louis haben wir ein Herz. Ich glaube, wir brauchen zwei, um ins Schlafzimmer zu kommen. Abigail und Jody habe ich schon zwei Herzen. Dem habe ich noch gar nichts. Emily, Demetrius, Willi, Pam, Finn, Shane, Pierre, auch einige. Okay. Ja, aber cool, endlich haben wir Lea getroffen. Achso, nee, ich kann auch angeln. Das ist vielleicht klüger als jetzt Bäume zu fällen. Wo ist denn Sammlung? Nicht Sammlung. Ach, falsches Inventar. Hier. Speisekammer, Handwerksraum, Aquarium, Flussfische, Katzenfisch, Blaubarsch, Tigerforelle. Wir angeln hier gerade mal und gucken, ob irgendwas auftaucht. Kann auch sein, dass das alles Fische aus anderen Jahreszeiten sind. Aber wir probieren es einfach mal aus. Ozeanfische brauche ich noch. Oktopus hätte ich jetzt wieder versuchen können. Da sind wir wieder zu spät dran. Die Spitzhacke müsste morgen oder übermorgen fertig sein. Weiß gerade gar nicht. Komm her. Ich würde gerne vorbereitet sein auf das Forellenderby. Komm her. Okay. Hecht. Ich glaube, hier gibt es gerade nichts anderes. Wir gehen mal runter zum Ozean, gucken, was wir da angeln können. Ich schaue gerade noch einmal. Aquarium. Nachtfischen. Das haben wir schon mal. Die haben wir, glaube ich, sogar gefunden. Krabbenreuse. Da fehlt auch nur noch eine Sache. Die sollten wir auch einmal bauen. Ozeanfische. Thunfisch, Riffbarsch, Buntbarsch. Was brauche ich denn für die Krabbenreuse? Bist du denn? Da. Drei Eisenbarren. Da könnten wir eigentlich eine... Komm, das machen wir gerade mal. Wir bauen mal eine Krabbenreuse. Und setzen die ins Wasser. Hi Sam. Damit wir vielleicht da auch schon das letzte Teil finden. Irgendwie eine Schnecke vielleicht oder den Hummer.
Das wäre ganz cool. Haben wir genug Eisen? Einmal schauen gehen. Popeisen, wo bist du? Drei Stück. Oh ja, perfekt. Können wir noch irgendwas einschmelzen? Nee, das will ich aufheben. Okay, nee. Dann einmal eine Krabbenreuse. Zack. Do-it-yourself-Erfolg. Nice. Ich glaube, wir laufen mega umständlich. Ich glaube, es ist egal, wie wir laufen. Oh, die Lore müssen wir auch mal ausprobieren. Jetzt, wo sie wieder repariert ist. Aber erstmal machen wir Krabbenreuse in den Ozean. Dann angeln wir noch kurz am Ozean für ein bisschen Erfahrung. Ich habe mir auch ein bisschen überlegt, wie ich den Hof layouten werde. Ich bin nicht so 100%. Aber so grob, wie ich die Wege anlegen werde, habe ich. Super cool. Finde ich doch relativ wertvoll. Finde ich auch nicht ein schönes Geschenk, Regenbogenmuschel. Hier ist, treibt Lea sich auch noch teilweise rum. Merkwürdige Puppe. Und da kann dir mehr darüber erzählen. Mach ich. Erstmal aber Krabbenreuse ins Wasser. Wir packen dich vielleicht hier hin. Hier ist doch ein guter Ort. Hier. Einmal Köder rein. Okay, sehr gut. Und dann angeln wir. Und holen hoffentlich coole Fische aus dem Wasser. Super cooler Fisch. Jetzt aber. Na komm her. Eine Flunder. Möchte aber gar nicht abgegeben werden. Ah, wie schön hier mit der Wolke auch. Dann nochmal eine Flunder. Nein. Die Rotbarbe müssen wir aber abgeben, oder? Auch nicht. Langer Zeit wurden sie als Haustiere gehalten. So richtig mit Körbchen und Futternapf. Und abends im Bett liegen und streicheln. Linda. Wir können auch gucken, dass wir heute ein bisschen Nachtfischen vielleicht hier machen. Vielleicht ziehen wir den Aal aus dem Wasser. Ich glaube, der Aal ist hier. Aber die ganzen Fische, ich kann es mir einfach nicht merken, wo ich welche Jahreszeit bei welchem Wetter finde. Das ist einfach zu viel Information. Irgendwann kriege ich das hin. Vielleicht. Wenn ich mich mal hinsetzen würde und das richtig... Oh, du bist neu. Richtig hinsetzen würde und studieren würde. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Zusammenhänge, die man erkennen kann, wie das Buch. Oh Gott, ich will dich unbedingt fangen. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Nice. Thunfisch, dich muss ich aber abgeben. Cool. Haben wir den nicht auch noch für irgendein Essen? Thunfisch? Weiß es nicht. Flunder. Die Flunder gibt dir Zunder. Oder so. Beginnt denn das Nachtfischen um 8, oder? Mal schauen. Morgen kommt vielleicht wieder ein neuer Auftrag bei Pierre. Und dann fange einen Thunfisch. Du darfst ihn behalten. Nein, habe ich gestern.
Fange 17 Flundern, du darfst sie behalten. Nein, habe ich auch gestern. Okay, wie viel Platz haben wir noch? Mehr als genug. Sehr gut. Wir sollten vielleicht noch mal ein, zwei Köder gleich kaufen. Weiß nicht, ich guck mal jetzt nach Ködern. Das, Willi steht hier draußen. 9 bis 17 Uhr. Alles klar. Aber ich glaube, 20 Uhr beginnt das Nachtfischen. Bin mir aber nicht sicher. Was bist du denn? Heilbutt. Muss ich dich abgeben? Ein Iridium. Deutsche Profis. So. Nee, immer noch kein Nachtfischen. Oder? Und Schatz. So, wir warten gerade noch bis um 8. Oh, perfekt. Köder. So, perfekt, 8 Uhr. Haben wir super lange warten müssen. Los geht's. Nochmal Heilbutt. Ja, doch, der Aal war doch, meine ich, im Ozean. Seetang. Und, also verpasst. Moment. Du. Belly Aal. Ozean 16 bis 2 Uhr. Frühling um Herbst, perfekt. Also nicht im Sommer. Boah, was bist du denn? So ein Thunfisch? Boah, wir werden es nie erfahren. Nee, cool. Das hat sich ja gelohnt mit dem Aal. Und wann bekomme ich dich? Oh Gott, das Meeresrauschen ist gerade ultra laut bei mir. Die ganze Zeit wahrscheinlich schon. Jetzt merke ich es aber erst. Was brauchen wir denn noch? Aquarium, Nachtfischen, Klaus Agenbarsch, der berühmte Klaus Agenbarsch, wie kriege ich dich denn? Augenbarsch. Okay, Herbst und Winter im Regen. Den Aal muss ich, glaube ich, auch im Regen angeln, wenn ich es gerade richtig gelesen habe. Okay, dann hat das ja gelohnt. Wir könnten trotzdem hier noch mal ein bisschen angeln im Fluss. Oder wir gehen mal rüber zu Manis Hof und angeln da noch mal so bis um, weiß ich nicht, 12. Was mache ich denn mit den Regenbogenmuscheln? Ich glaube, die hebe ich erstmal auf. Ich meine, irgendwas war damit. Brauche ich die nicht noch für irgendwas? I don't know. Hier einmal angeln. Eine 10. Grünalge. Das ist meine Lieblingsfische. CDs und Grünalge. Komm her, komm her. Hecht. Ob ich dich jetzt schon geangelt habe. Unglaublich. Komm schon, komm. Nee, komm, bringt nichts. Kein Bock jetzt noch CDs aus dem Wasser zu holen. Freut mich natürlich, dass der Fluss dadurch ein bisschen sauberer wird. Oder der Tümpel. Aber habe ich jetzt auch keine Lust drauf.
Ist das hier alles zugewachsen? Übrigens, wo machen wir den Kuhstall hin? Dachte ja, vielleicht irgendwo hier, aber hier wächst ja gar kein Gras. Oder habe ich das Gras überall schon weggemacht? Wahrscheinlich deshalb. Ich wollte ansonsten, wie viel Holz brauche ich? Nicht, dass ich jetzt mein ganzes Holz wegmache dafür. All 350 Holz, okay. Ich muss das ganz kurz mal, 1, 2, 3, 4, 5. Mein Plan war, hier einen Weg zu bauen, der 5 breit ist. Ist die Frage. Das hier ist 3 breit, perfekt. Ist die Frage. Okay, doch 1. 2, 3. Hier kann ich nichts machen. Das ist okay. Wir machen den genauso breit wie hier oben. Moment. Ui, ich muss gleich ins Bett. Das darf ich nicht vergessen jetzt. Vor lauter Planung. Okay, so machen wir das. Ich bin happy damit. Jetzt blockieren mich die Bäume. Natürlich machen sie das. Du kommst noch einmal hier raus. Ganz kurz hier einmal aufräumen. Hier rein mit die. Fische verkaufen. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich. Ansonsten brauche ich keinen der Fische. Okay, du kommst noch mal hier rein. Okay. Schnell, schnell, schnell. Du kannst verkauft werden. Du kannst verkauft werden. Ansonsten sieht's gut aus. Schnell ins Bett. Ich habe Oscar tatsächlich, glaube ich, wieder vergessen. Wenigstens gespeichert. Ach, Oscar, es tut mir so leid. Ich gelobe Besserung. Irgendwann. Irgendwann schaffe ich das. Es regnet. Wie wird's? Oh, Stahlspitzhacke ist bereit. Ja, perfekt. Wetterbericht. Morgen wird ein wunderschöner, sonniger Tag. Okay, dann ist der Plan. Ich habe immer noch keine Blaubeeren. Mann. Ja, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Dich gebe ich ab. Dich packe ich ins Gemeinschaftszentrum. Wir holen die Spitzhacke ab und wir gehen tiefer in die Mine rein. Das ist der Plan. Ist noch irgendwas, was ich hier gerade ernten kann? Da sind Sommerkürbisse. Sehr gut. Wie sieht es hier unten aus? Das hier wächst noch. Oh Gott, ist hier alles dicht. Wir gehen kurz zu den Hühnern. Guten Morgen. Hallo. Oscar wird gestreichelt. Denkt dran. Die Eier natürlich nicht. Zurückgepackt. Smart. Brauchen auch noch eine Heizung, glaube ich, für die Hühner im Winter. Oh, das dauert noch. Winter ist jetzt noch nicht da. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Sam hat heute Geburtstag. Das heißt, wir könnten überlegen, ob wir ihm noch was schenken gehen. Weiß gar nicht mehr, was Sam mag. Was packe ich jetzt hier rein? Zweimal nochmal Chili vielleicht. Okay. Einmal verkaufen gehen. Dann Gemeinschaftszentrum, beziehungsweise Clint Gemeinschaftszentrum. Spitzhacke abholen. Axt abgeben. Zu Gunther die Puppe abgeben. Höhle. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Was mag denn Sam? Weiß es gerade nicht. Ich hätte ihm einfach vielleicht einen Diamanten schenken können, aber ich möchte jetzt nicht nochmal zurücklaufen.
möchte eigentlich ganz gerne den Regentag nutzen für Minen-Action. Vor allem die Stahlspitzhacke sofort ausprobieren. Habe ich richtig Bock drauf. Verschlossen, öffnet und neu. Gunther schon auf. Ohne Brille. Ja, Gunther hat schon auf. Im Museum spenden. Creepy Puppe, wo kommst du hin? Vielleicht oben. Neue Belohnung! Großer Futonbär. Nice, der ist auch stark. Ich weiß gar nicht, ob ich im Haus genug Platz habe für dich. Robin, ich glaube, wir müssen unser Haus vergrößern. Ich habe Plüschtiere, die untergebracht werden müssen. Ich denke, das ist ein guter Grund für eine Hausvergrößerung. Ah, komm schon. Mach auf, Clint. Hi, Penny. Wir haben ja keine Schule, aber ich gebe alles, um Vincent und Jess ordentlich zu erziehen. Oh, komm, ich schenke dir auch mal. Ich guck mal, magst du das hier? Danke dir, das sieht speziell aus. Hast du schön gesagt. Beliebte Geschenke, aber cool. Stahlspitzhacke. Du erhältst Stahlspitzhacke. Nice. Ja, cool, dann geben wir dir mal die Axt ab. Werkzeuge verbessern. Kupfer-Axt. Dann gehen wir schnell ins Gemeinschaftszentrum, geben den Fisch ab. Und dann geht's in die Mine. Guter Plan ist gut. Ah, hier wäre jetzt ein Auftrag. Vielleicht irgendwas sogar mit der Mine. Weintraube bringen. Okay. Die muss jetzt aber erst noch geerntet werden oder reicht es auch, wenn ich die jetzt schon in meiner Kiste habe? Das muss reichen, dass wir die auch in der Kiste haben. So. Hey, du nicht. Ozeanfisch, du. Buntbarsch, Riffbarsch. Sonst haben wir nichts mehr einstecken. Doch, hier die Sonnenblume. Wahrscheinlich hier oben. Weiß es nicht genau. Oder bei dem Färbemittel. Aber bei dem Färbemittel. Und glaube ich hier drüben an das schwarze Brett. Kochfutter, Verzauberer? Nee. Geldforschung, Färbemittel. Ja. Sehr gut. Also den Rotkohl müssen wir auch nochmal gucken, dass wir den von der Händlerin vielleicht irgendwie gekauft bekommen. Dass wir den auch mal anpflanzen können für die Färbemittel-Quest. Ich finde mir ja gerade mal eine Weintraube, das wäre natürlich cool. Wenn hier gerade eine rumliegen würde. Hm, schade. Na gut, na gut. Na gut. Einmal hier die Sachen reinmachen, die wir nicht brauchen. Dich, 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 dich. Den Rest nehmen wir mit. Okay, wir haben aber genug Platz jetzt mit der neuen. Wir können auch überlegen, ob wir einen Lava-Aal hier mal angeln. Aber nicht jetzt. Okay, was brauchen wir eigentlich alles? Ich will eigentlich vor allem jetzt mal wieder in die Tiefe kommen. Natürlich nehmen wir Gold mit, wenn wir Gold finden. Oh, perfekt. Aber es geht mir jetzt prinzipiell darum, auch mal diese Quest mit der Tiefe abzuschließen. Oh, da ist direkt auch schon was aufgetaucht. Aber das Gold nehmen wir natürlich auch mit. Opas. Cool, manche Steine kann ich jetzt auch wieder mit einem Schlag kaputt hauen. Mega cool. Und wir müssen Steine sammeln für den Stall. Würde ich auch nicht vergessen. Oh, hier. Sternslime. Sternslime. Immunitätsband. Die Oberseite des Rings ist aus verzauberter violetter Wolle gefertigt. Plus 4 Immunität. Stark. Das ist ein richtig starker Ring. Ist der neu? Der Name sagt mir gar nichts.
I don't know. Gold. Stahlspitzhacke ist so schön. So schön. So schön. Okay, wir essen auch gleich mal gerade einen Kürbis. Einfach für Leben und Energie. Sehr gut, wieder volles Leben. Okay, weiter geht's. Sprosse suchen. Altbekanntes Spiel. Aber die meisten Steine brauchen immer noch zwei Schläge. Na gut. Wäre natürlich cool, wenn die Spitzhacke auch so ein Areal erschaffen würde, dass man irgendwie 3-4 Steine gleichzeitig treffen könnte. Ist ja wahrscheinlich auch zu stark. Das wäre ganz cool. Das ist bestimmt eine Mod für. Ich muss mir die ganzen Mods mal anschauen. Das interessiert mich ja schon. Ich spiele ganz gerne, spiele einfach gerne auf Vanilla. Aber so eine Mod, wie zum Beispiel, dass mir die Leute angezeigt werden auf der Map, das wäre schon ganz cool. Ich habe immer nur so ein bisschen schlechte Erfahrungen mit Mods gemacht. Entweder mache ich mir die Spiele dann so einfach, dass es auch keinen Reiz mehr hat, sie zu spielen. Ich denke auch, die noch Mod und die noch, oh, die klingt auch gut. Und dann spiele ich es und dann denke ich so, dieses Spiel ist auch ein bisschen... Oh, da ist ja die Leiter die ganze Zeit. Ärgerlich. Und dann merke ich so, okay, das Spiel ist mir gerade so einfach geworden. Aber dann sind die Sachen auch teilweise so gut vom Quality of Life, dass ich dann auch keinen Bock mehr habe, ohne sie zu spielen, aber auch keinen Bock mehr habe, mit ihnen zu spielen. Schwierig. Oder es funktioniert einfach nicht mehr. Das Spiel stürzt mich ständig ab. Das passiert mir auch regelmäßig. Mein PC ist momentan eh die ganze Zeit dabei, Macken zu machen. Von daher bin ich so ein bisschen vorsichtig. Ich habe das immer noch nicht in den Griff bekommen. Ich muss damit mal zu einem Profi. Aber prinzipiell klingen die Mods, die mir empfohlen habt, echt ganz cool. Mal schauen. Jetzt schon wieder die Leiter irgendwo, bevor ich jetzt wieder 1000 Steine baue. Nein. Okay. Ah, hier. 120 Steine haben wir. Wir brauchen 105. Kriegen wir hin. Ich weiß einfach mal hier die großen Steine noch weg. Geben immer, glaube ich, 10 oder sowas. Ja. Gold und. Und dich mache ich auch noch weg. Und wir können die großen Steine dann auf unserem Hof noch entfernen. Mega cool. So viel Gold. Wir brauchen mal wieder Eisen auch. Wann kommt denn das nächste Biom in der Mine? Ist das überhaupt noch mal was? Er hat 120 Ebenen, glaube ich, die Mine. Diamant. Zack. Wir haben noch Zeit. 110 schaffen wir. Hol ich mir das Gold? Ja, ich hol mir das Gold. In der Wirtschaft hole ich mir das Gold. So. Oh, hier wäre auch nochmal was. Vielleicht ist hier noch was zu entdecken. Oh, hier nochmal Feuerquarz. Oh, hier ein Amethyst. Und nochmal Gold. Das hat sich gelohnt. Perfekt. So, wir gehen zurück zur Leiter. Kriegen dich noch für die Abenteuergilde. Nochmal vielleicht einen Kürbis. 20 vor 7 ist eine gute Uhrzeit. Generell im Leben ist das eine gute Uhrzeit. Und dann. Gehen wir tiefer? Ja, 110 schaffen. 120 schaffen wir nicht mehr, aber die 110 sollte drin sein.
Wir haben noch genug Essen dabei, wir haben eine Stahlspitzhacke, wir haben ein gutes Schwert. Was soll passieren? Und es passierte sehr viel. Flöpp hat es niemals auf 110 geschafft. Irgendwie so ein True Crime Podcast. Am 18. April, morgens um 9 Uhr, wollte Slurp auf Ebene 110. Was ist passiert? Warum hat er es nicht geschafft? Er hatte es doch vor. Es war sein Plan, er war gut ausgerüstet. Dann kam etwas dazwischen. Was genau, werden wir aufdecken. Bleibt dran. Ich habe noch niemals in meinem Leben True Crime Podcast angehört. Das ist nicht mein Genre. Aber ich glaube, die sollen ganz unterhaltsam sein. Meistens irgendwelche so paranormale Mystery. Oh, hier zwei Teleport-Totems-Hof. Mag so paranormalen Mystery-Kram, so Dokus. Sowas kriege ich mir ganz gerne an. Als Jugendlicher war ich mega fasziniert davon und dachte, das wäre auch alles echt. Mittlerweile bin ich da ein bisschen kritischer, aber finde es immer noch super unterhaltsam. Okay. Habe ich die Leiter schon gefunden und bin jetzt schon wieder vorbeigelaufen, weil ich es vergessen habe, weil ich mich über True Crime Podcast unterhalten habe? Nein, hier ist sie. Perfekt. Haben wir noch Platz? Ja. Hey, was ist das denn? Prismatisches Hemd. Das ist doch neu, oder? Fällt mir gar nicht so gut. So selten? Dich habe ich noch nie gesehen. Sieht aus, als hätte ich einen Latz an. Weltallstiefel. Okay, wie gesagt, plus 4 Immunität, plus 4 Verteidigung. Ja, stark, perfekt. Irgendwie, die T-Shirt gefällt mir nicht. Es mag selten sein, weiß ich nicht mal. Einfach optisch nicht. Ah, krass. Leute, schaut mal her. Wie cool, das ist nochmal ein violetter Pilz. Und hier nochmal, was ist denn hier los? Was sind das für eine coole Ebene? Lauter Pilze. Wir holen uns noch das Gold, wir nehmen die Pilze mit, auf jeden Fall. Kann ich auch Fliegenpilze trocknen? Sollte ich das machen? So viele Pilze! Und hier ist doch auch irgendwas drin. Ist hier eine prismatische Scherbe drin? Das wäre natürlich abgefahren. Nein. Ja, was hat sich nochmal verändert, das Biom? Oh, hier, schau mal die Leiter. Schaffen wir 115? Bin ich ja doch greedy. Diamant. Gold. Oh, ist hier die Leiter schon? Nein. Oh, das... Jetzt will ich's wissen. Klug, was wir machen? Nein. Mach ich es trotzdem? Ja. Ah, irgendwas weg. Was mache ich? Ja, chill mal bitte. Okay. Nochmal schnell hier den Kürbis essen. Es ist noch genug Zeit. Aber ich muss trotzdem ein bisschen das alles im Blick behalten. Ja, ich weiß. 12. Komm hier nochmal. Hier nochmal. Oh, oh. Okay, aufpassen. Und beeilen. Bombe. Und die machen mir Bombe. Sofort, wo bist du? Hier. Ich hatte sogar schon eine. Das war hilfreich. Wir legen jetzt gerade mal die... Nein, perfekt. Oh, Leute, wie cool. Wir haben 115 geschafft. Dann, habe ich noch Platz hier für irgendwas? Nein, das heißt, ich muss hier Sachen reinschmeißen. Du kommst hier rein. Du kommst hier rein. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Irgendwas, was noch zurückbleiben kann. Brauche ich jetzt nicht so dringend. Können wir die beiden Sachen noch mitnehmen?
Das sieht gut aus. Eine Bushaltestelle. Ah, da wird die Weintraube. Hol ich morgen. Habe ich bestimmt vergessen bis dahin. Soll ich irgendwas zum Verkaufen noch? Glaube nicht. Mal kurz die Taschen leer machen. Nochmal vielleicht Gold einschmelzen, wenn wir gerade so viele haben. Rein mit dir. Boah, das war viel. Hier rein mit dir. Haben wir... Hier müssen wir nicht mehr abgeben. Hier müssen wir noch einen abgeben. Nee, ich gehe jetzt einfach ins Bett. Ich mache mich jetzt nicht mehr verrückt. Den können wir noch hier reinschmeißen und die... Stiefel. Hallo Oskar. Und es geht ins Bett. Ja krass, aber 115 geschafft. Das erfreut mich. Das erfreut mich sehr. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Ich bin gerade immer noch baff, dass wir so tief kamen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid und Spaß hattet, könnt ihr auch gerne abonnieren. Ihr könnt mir aber sagen, wie der Ton heute war. Das würde mich auch interessieren, wie ihr das empfunden habt. Ob die Stimme deutlicher war, ob die Geräusche undeutlicher waren, sodass sie nicht gestört haben. Würde mich mal interessieren. Ich habe ja auch ein bisschen leider umdekoriert im Raum. Von daher kann es sein, dass der Schall noch mal ein bisschen sich anders verhält. Aber würde mich interessieren, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es war. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Habt eine gute Zeit, bleibt anständig und ciao.